Du hast Probleme beim Mischen oder du möchtest einfach so mischen wie ein Profi oder du möchtest einfach nur Karten so aussehen lassen, als wenn sie durchgemischt wären bei einem Kartentrick von dir, aber in Wirklichkeit sind sie nicht durchgemischt, sondern sie bleiben in der richtigen Reihenfolge. Wie wär's, wenn du es nach dem Video das genau das lernen könntest? In diesem Video werde ich dir erklären, wie du genau das zustande bekommst. Richtig mischen lernen, sodass die Karten schön durcheinander und durchgewühlt sind, als wie sie vorher waren. Beispiel genau so. Oder sie einfach aussehen zu lassen, als wenn sie gar nicht durch, als wenn sie gemischt werden, aber sind sie eigentlich gar nicht, weil das Chaos vorher auch oben lag. Und das lernen wir, mein Lieben, in diesem Video. Bis nach dem Intro. So, jetzt kommen wir auch schon zu dem Tutorial. Bei diesem Tutorial werden wir jetzt erstmal mit dem Riffle Shuffle anfangen. Der sieht nochmal so aus. Mit Bridge. Danach werden wir weiter mit einem False Cut weitermachen. So, wir kommen jetzt aber erstmal zum Riffle Shuffle. So, beim Riffle Shuffle müsst ihr die Karten wie folgt halten. Oben der Daumen. Hier eingerollt der Zeigefinger und hier unten die drei Finger. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch riffeln, zack, in die andere Hand, auf die andere Hand drauffallen lassen. Und hier macht ihr genau die gleiche Position. Hier sind ja schon die Finger ausgerichtet, jetzt nur noch der Zeigefinger hier und der Daumen hier oben. So, dann müsst ihr riffeln, zack, ihr riffelt dann. Macht das erstmal bitte auf dem Boden. Dann müsst ihr. Ich muss das Ganze nochmal machen, warte. Ich habe zu fest ineinander gedrückt. Zack. So. Und dann seid ihr jetzt direkt bei dieser Stelle angekommen. Und jetzt müsst ihr den Zeigefinger mit auf die Seite verlagern. Die Daumen beide oben. Druck aufbauen. Locker lassen. So dass sie dann ineinander fallen. Ganz wichtig ist, dass ihr viel übt bei der Bridge. Üben lohnt sich. So, jetzt kommen wir direkt zu dem False Cut. Bei dem False Cut braucht man nämlich diese Position. Finger unten, der Daumen, hier der Zeigefinger und der Mittelfinger müssen gut stabilisiert, also müssen da sein. Und die anderen zwei Finger müssen eigentlich gar nichts machen. Jetzt nimmst du mit dem Zeigefinger ein kleines Päckchen in deine andere Hand. Hier machst du noch ein Päckchen, lässt es aber in deiner Hand und du gehst mit diesem Päckchen unter die beiden Stapel drunter, nimmst das Ganze mit deinem Mittelfinger an. Jetzt ist es aussuchen, jetzt musst du mit dem hier das mittlere Päckchen nehmen, entweder so oder so. Jetzt habt ihr das auf jeden Fall in dieser Hand und ihr müsst jetzt mit dem Daumen hier direkt hier an die Ecke gehen und das Ganze rübersliden. Und hier habe ich hier meinen Finger eingerollt. Drehe mein Handgelenk so und lass das hier drauf fallen. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Dafür müsst ihr nur eine Sache tun. Ihr müsst einfach nur auf den Abonnieren-Button drücken, wenn er noch rot leuchtet. Und ihr müsst die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst im Video, damit ihr die nächsten Videos auch noch sehen könnt. Ciao.